Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen zur letzten Modvorstellung heute vom Bednar Phoenix FO 5000 vom Aiga Modding aus Tschechien. Zu finden ist dieser Mod ebenfalls auf Modoster und es handelt sich hier um eine veränderte Variante des Horsch Terrano FX4, glaube ich, heißt da im Standardspiel. Wir können uns gerne mal den Mod anschauen. Hier Terrano 5M ist er, nee, er hat sogar 5 Meter oder 4,5. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ein Reskin, teils verändert. Wir schauen uns das Gerät trotzdem an, denn ich fand's ganz geil und hat die Bednar-Serie doch einiges erweitert. Ja, 60.000 Euro, 380 ist ein stolzer Preis. 5 Meter Arbeitsbreite, wie gesagt, 270 PS werden hier benötigt. Zum Vergleich, unser Kuhn Optima mal als Scheibenegge benötigt 200 PS bei 6 Metern. Also, doch ganz schöner Unterschied. Wir haben hier auch noch die Beschreibung auf Tschechisch, würde ich mal behaupten. 10 Euro Unterhaltskosten, das Bild ist ja original, kein Mod, schade. Sieht aber schön aus, das Logo ist auch relativ schön gemacht. Dafür, dass es hier nicht so schön ist, sehen wir aber gleich mehr. So, der Bednar oder das Bednar oder die Bednar, wie auch immer, hat hier Errors und zwar Can't Load Resource und zwar eine Dirt Normal PNG, also die Dirt Textur. Und das Ganze passiert einmal und wiederholt sich hier viermal. Meiner Meinung nach nicht sehr schlimm. Ein Error ist immer nicht toll. Ein Warning ist auch nicht toll, aber ein Warning ist meiner Meinung nach ein bisschen krasser und nervt mich umso mehr. Wir haben hier ein schönes, knalliges Bednar-Gelb, bei dem ich absolut sagen kann, dass es wirklich dem Bednar-Gelb entspricht. Denn ich habe die Farben also wirklich auf der Technik gesehen. Die sind wirklich so knallgelb, zitronengelb, wie man denkt, ja. Gut. Man erkennt hier auch wirklich, dass es ein Giants-Modell ist, weil einfach die Texturen hier nicht so wahnsinnig toll sind. Was mir nicht ganz so gefällt, sind hier an der Seite diese Streifen Bednar und Phoenix FO 5000, wo drauf steht. Das sieht wirklich nicht schön aus, das darf man so sagen. Finde ich jetzt, die Warntafeln hinten sehen auch nicht so brutal geil aus. Das komplette Modell ist halt Giants Standard, das sieht man, das sieht wirklich ein Blinder. Die haben sehr schöne Trelleborg-Reifen, die eventuell auch original sein können, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Gefallen mir ganz gut. Vorne haben wir nochmal andere Reifen, das sind nämlich die runden, die hinteren haben Profil. Und die haben eher hier so ein Straßenprofil. Ja, das Gerät ist natürlich klappbar, links und rechts. Hier haben wir vorne natürlich die Ankuppelmöglichkeit via Unterlenker. Ja, der Standfuß hält wenigstens. Das Gerät sieht zwar ein bisschen steil aus, so. Ich würde es jetzt so nicht ganz so toll finden, aber gut. Gut, kümmern wir uns mal kurz um die Scharen. Die Scharen sehen relativ gut aus für LS15 standardmäßig Verhältnisse. Und ja, der Rest sieht auch ganz ordentlich aus. Hinten haben wir noch ein paar Zinken, die gehen und dafür hier diese Walzen sehen noch ordentlich aus. Ja, die sehen noch richtig ordentlich aus. Perfekt. So, vom groben Eindruck würde ich hier 3 Sterne vergeben. Es gibt positive Sachen, aber auch negative. Ich will mal hier ganz kurz in den Deutz einsteigen und mit dem Teil abdüsen. So, lala. Klappen wir das Ding mal zusammen. Obwohl, lassen wir es mal ausgeklappt, dann seht ihr nämlich auch die Beleuchtung. Funktioniert natürlich. Sehr schön sogar. Und das mit einer Textur. Ja, Freunde, das ist sehr schön. Wenn ihr euch mal bitte dieses schöne Rot geben lassen würdet. Geben lassen würdet, meine Güte. Ja, sieht das sehr gut aus. Das kann man echt mal sagen. Ja, Freundchen, Feldtest Nummer 1. Ich will das Ding nur kurz zusammenklappen, aber dass man wirklich sieht, es sieht eben aus wie der Horsch Terrano FX5. Eventuell wirklich auch mit derselben Arbeitsbreite. Gut, 5 Meter, das sind 50 cm mehr oder weniger. Ich glaube, da nimmt sich nicht viel. Ist natürlich jetzt ein Bednar-Logo drauf und die Farbe in Bednar-Skin ist natürlich für die Bednar-Fans schön. Mir gefällt ja vielleicht auch mal, naja, besser. Es ist was Neues, als immer Rot zu haben. Rot ist doch eine viel verbreitete Farbe, während Gelb relativ selten zum Tragen kommt. Jo, und was wir hier sehen, ist nun mal keine Grubberfunktion. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist hier los? Da läuft doch irgendwas falsch, oder nicht? So, nein. Das, was jetzt lustiger ist, Freunde. Dieses Gerät hat eine Pflugtextur. Es grubbert nicht. Es pflügt. Und man sieht sie auch an den Haufen. Definitiv ist das, wollte ich gerade sagen, definitiv ist das eine Pflugtextur. Stimmt überhaupt nicht. Das ist eigentlich die Textur von dem Grubber und er grubbert nicht, er pflügt. Ich würde mal sagen, fataler Fehler.
Das ist schlecht. Partikelsystem, Animation und so weiter hier perfekt. Aber ihr habt pflügt und grubbert nicht. Das finde ich ein bisschen echt krass, Freunde. Das schockt mich jetzt total. Weil ich will mit so einem Ding ja grubbern und nicht pflügen, ne? Wenn es ein Pflug wäre, dann würde ich mir einen Pflug bauen. Oder einen Pflug nehmen. Also, das steht ja auch da. Pflug zu klappen, Pflug heben. Seht ihr? Also, oh, das flasht mich jetzt echt ein bisschen. Hinten dreht sich alles mit. Das ist perfekt. Aber, Freunde, aber Fazit, nein, mehr als 3 Sterne hier sind unmöglich. Denn er wird wenigstens schon schmutzig und ist waschbar. Das wissen wir eh. Ist ja im Prinzip Standardmodell. Aber er pflügt, warum auch immer, welcher Logik das den Sinn ergibt. Vielleicht pflügt das Teil wirklich, aber für den LS ist es doof. Es ist ein Gruber oder eine Ecke von Horsch umgeskinnt und dann pflügt das Teil auf einmal. Es ist nach wie vor, sehe ich den Sinn dahinter nicht. Vielleicht kann ihm jemand erklären, wenn er auch keinen Sinn dahinter schreibt, dann schreibt einfach mal Hashtag sinnlos. Danke. So, Freunde, das war's mit dieser Mod-Vorstellung. 3 Sterne sind knallhart, aber auch angemessen, finde ich. Ich hoffe mal, dieses Pflügen wird sich ändern, dass er jetzt grubbert. Und der liebe Mare ist auch in der Lage, von, wenn er will, von Bettner hier sehr, sehr hochauflösende Logos zu verwenden, wenn ich nicht sogar zufällig ein Phoenix FO 5000 Logo auf Darkie Technica fotografiert habe. Das Bettner Logo habe ich zumindest schon fotografiert. Das könnte ich ersetzen. Mit dem Streifen, den könnte ich auch ersetzen, und zwar in einer Qualität, die ihr euch die ihr träumen würdet. Also, ich könnte es mal versuchen. Aber natürlich wird er nicht zum Download kommen. Ist logisch. Aber ihr könnt ihn zumindest mal in einem Video sehen vielleicht. Wäre mal cool. Aber ansonsten ein schönes Teil, optisch zumindest, in Bettner Skin. Aber an sich nicht so viel Besonderes, da es eben ein LS50 Standardmodell ist. Und eben auch mit diesen bekannten Fehlern. Die Warnings nicht zu vergessen. Oder in dem Fall ein Error. Gut, Freunde, das war's hier mit den Mod-Vorstellungen heute. Ich danke euch fürs Zuschauen, dass ihr so geduldig wart. Ja, macht's gut. Ciao, tschüss. Wir sehen uns später. Tschüss.